Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 610 von The Witcher 3 Wild Hunt. Part 87 müsste es sein, doch ist es von dem Addon Blood and Wine. Und hier knallt's immer noch ohne Ende. Wir müssen rausfinden, was hier den Lärm verursacht. Ich bin jetzt eigentlich hier runter, hab gegen irgendwelche Kikimoras da gekämpft. Jo, war ganz süß, war ganz nett. Und irgendwie geht's an anderer Stelle weiter, wie auch immer. Geht's hier runter? Fall ich irgendwo runter? Ne, alles cool. Wäre natürlich jetzt auch bitter gewesen, wenn ich irgendwo runtergefallen wäre. Ne, ich soll hier hoch rauf und dort kam ich doch. Ich kam doch von oben, oder? Bin ich gerade völlig bekloppt? Kam ich von der anderen Stelle? Von der anderen Seite vielleicht, das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich laufe da einfach mal weiter. Achso, soll ich vielleicht hier runterstürzen, oder was? Ja, das ist ja jetzt eine andere Geschichte, eine andere Stelle. Dieser Gestank. Dieser Tunnel zieht sich ja endlos. Kommt da noch irgendwas von hinten oder so? Hm, tatsächlich. Achso, nur noch das eine Biest da, das da in der Ecke sitzt. Ja gut, das schnappen wir uns gerade. Jo, ganz locker bleiben. Werden wir ein bisschen vergiftet, ist ganz süß. Ist hier irgendein Erdklumpen oder was? Was ist das hier? Nix ist das. Ja, kommt wahrscheinlich so eine Kikimora-Königin oder so irgendwas. Wird uns da wohl am Schluss erwarten. Hm. Dann ist das der andere Bereich, wo wir hin sollen. Hier werden wir wahrscheinlich jetzt gleich auf den Boss treffen, nehme ich doch mal an. Und ich denke, der wird sehr viele Kinder rufen. Ist jetzt einfach mal so mein Tipp. Oh ne, was ist denn jetzt? Ah, und meine Ausrüstung und Waffen sollte ich vielleicht dann gleich upgraden oder wieder verbessern, reparieren, wie auch immer. Und einen schweren Angriff sollte ich vielleicht auch mal irgendwann wieder einbauen. Oder Art oder sonst was. Irgendwas halt, was Ausdauer verbraucht und nicht den Quatsch machen, den ich die ganze Zeit mache. Ich spiele so schlecht, das ist ja Wahnsinn. Oh, das geht aber trotzdem noch mit Art. Die Ausdauerregeneration ist noch ordentlich, sag ich jetzt mal. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Weil irgendwann, wie gesagt, zieht dann auch das Greifen absolut dementsprechend an, dass ich da kaum mehr Probleme habe. So, leider wird das Video wieder relativ dunkel. Das ist mir im Urlaub aufgefallen. Da habe ich mal meine eigenen Videos mal so ein bisschen angesehen und muss dann schon zu dem kritischen Urteil kommen, dass sie doch relativ dunkel sind. Aber jo, was soll ich machen? So, ich würde sagen, vor dem Boss jetzt. Vielleicht schaffen wir echt noch einen Stufenaufstieg. Das wäre auch nicht schlecht. Werde ich mal meine Sachen reparieren. Das kann nur sinnvoll sein. 40% Haltbarkeit auf die Monsterwaffe. Ja, genau, machen wir auch. Also auf die Silberwaffe. Auf die Monsterwaffe. Oh, und meine Rüstung kann ich nicht reparieren. Da habe ich nichts dabei. Ah doch, Quatsch. Ey Leute, wann habe ich das Spiel zum letzten Mal gespielt? Das ist hier irre, was ich da von mir gebe. So, den da... Haben wir sonst noch irgendwas? 92%, 87%, 84%, 88%. Nö, das können wir dann so lassen. So ist in Ordnung. So kann man in den Kampf gehen. Gucken wir einfach mal, was da so gleich kommt. Hm, da vorne ist noch ein größeres Signal. Das hier scheint ein anderer... Nein, das ist nicht ein anderer Weg. Das ist der Hauptweg anscheinend. Oh, hinter mir sind auch, ist auch wieder eine. Echt jetzt? Ne, die ist eins unten drunter. Ich gehe jetzt mal da entlang. Welcher, wo führt mich der Weg hier? Ich durchbrechen können. Ah, okay. Und dann? Oh, oh. Verdammt, es entkommt. Echt? Durchsuche die unterirdischen Tunnel. Oh, Alter, ne, ich will jetzt einfach da so reinpreschen, das könnte in die Hose gehen. Stufe 78, jo, ne? Na, ist klar. Alter Schwede, ich hab ein bisschen Schiss. Hoffentlich geht das klar, ich bin mir da nicht mehr so sicher. So, bam, verlangsamt. Yay. Yeah. Och, jo, Art ist aber schon mächtig, habe ich so das Gefühl. Ist das so geil? Art, ach so, stimmt, Wirbelwind und so weiter, müsste ich auch noch machen. Hab ich denn eigentlich noch geskillt? Jo, ich denk schon, oder? Ja, ich weiß, ich hab wieder alles vergessen. Ich weiß es, ihr kennt mich doch. Ne, ich habe mir echt nicht mehr geskillt. Ich kann gerade nicht rumwirbeln. Ja, den habe ich wahrscheinlich rausgenommen im... Hä? Echt? Habe ich den rausgenommen? Ich stehe bei der Skillung rausgenommen. Ernsthaft jetzt? Ja, anscheinend schon. Ich kann auf jeden Fall nicht wirbeln. Achso, oder ich kann nicht wirbeln, weil ich die Fackel trage. Ne, auch nicht. Ich kann nicht wirbeln. Ich kann nicht wirbeln. Ne, ich habe es rausgenommen. Ziemlich sicher. Muss ich mal gerade gucken. Das irritiert mich doch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich Wirbelwind rausgenommen habe. Habe ich echt Wirbelwind rausgenommen? Hm, doch, habe ich rausgenommen, tatsächlich. Hm, jo, ist halt so. Okay, was mich auch immer da geritten hat.
Ja, 181 Erfahrungspunkte. Wir sind wieder eine Stufe aufgestiegen. Jetzt hole ich die Fackel mal wieder raus, um ein bisschen was zu sehen. Kaputte Kikimora-Eier. Da hat sich jemand satt gefressen. Was ist das? Nichts, was ich wegatmen kann. Das war kein Kikimora. Diese Tunnel müssen von größeren Wesen gegraben worden sein. Mit schweren, breiten Klauen. Ach du Scheiße. Habe ich da drauf Bock jetzt? Nee, natürlich nicht. Überhaupt nicht. So, das Ding soll anscheinend abhauen. Ich weiß nicht, ob es das wirklich kann. Ich laufe aber jetzt nicht einfach so sinnlos nach. Das war keine Kikimora. Ja, das wissen wir ja schon. Müssen von größeren Wesen gegraben worden. Ja, Hexer. Mit schweren, breiten Klauen. Da kann ich auch wieder was weghauen anscheinend. Und dann geht's weiter nach unten, oder wie? Oder auch nicht. Hä? Warum wird das rot angezeigt? Kam ich? Achso, von hier kam ich. Okay. Alles klar. So, gucken wir uns mal gerade noch den anderen Höhleneingang da an. Führt der auch zu mir? Also zu dem Haupt... Ne, führt er nicht. Zu diesem Hauptweg, sage ich jetzt einfach mal. Sofortiger Tod, ist ja mal nett. Wo kommen die dann her? Die nerven echt rum. Hat mir auch schon Zuschauern geschrieben, dass die früher in den alten Witcher-Teilen richtig rumgenervt haben müssen, diese Viecher da. Hier geht es ja jetzt noch, sage ich mal. Ja, die Karte ist hier super verwirrend. Ich dachte, es führt hier irgendwie auch in den Hauptraum. Ihr seht es ja da oben, das ist nicht alles so ganz durchsichtig da immer, wenn man dann in Dungeons rumläuft. Also hier laufen irgendwo noch Gegner rum, wahrscheinlich im Tunnelsystem weiter unten. Und das wird dann alles nicht so ganz akkurat da angezeigt. Ihr könnt es mir auch gerne mal schreiben, vielleicht wird es auch richtig angezeigt. Ich bin echt zu doof, das zu lesen, aber ich glaube es immer nicht. So. Und jetzt müsste es da irgendwo weitergehen. Ich nehme an, dass es hier weitergeht. Ja, das ist das Tunnelsystem, das der da gegraben hat. Ist das sonst noch irgendwas? Ich muss sie zerstören, bevor sie schlüpfen und durch die Weinberge ziehen. Verdammt, die könnten jeden Moment schlüpfen. Jo, dann lassen wir sie doch schlüpfen, dann holen wir sie uns alle. Ja, und damit kann ich dann die Population da doch ein bisschen ändern. Angeblich kann man das. Das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt geschrieben, dass man es angeblich kann. Es haben manche geschrieben, das wäre nicht so und so weiter. Ich habe das aber so mal gelesen. Keine Ahnung. Kann ich die wegarten? Oh, tatsächlich. Die sind auch gegen Art anfällig. Gut, dann machen wir das so. So, zerstöre alle Eier. Was? Im Nest. Okay, habe ich doch gemacht eigentlich, oder? Oder gibt es da sonst wo noch irgendwo Eier? Kann natürlich sein. Müssen wir mal aufpassen jetzt. Ich arte einfach mal durch die Gegend. Ja, ne, dürfte eigentlich so passen. Wahrscheinlich kommen da unten noch irgendwelche Eier. Nehme ich doch mal an. Ich bin echt mal gespannt, was uns da unten erwartet. Ey, ich habe gar keinen Bock. Oh, Risse im Boden. Wasser sprudelt. Ein unterirdischer Bachlauf. Das Monster, das ich suche, lebt unterirdisch. Gräbt Tunnel und frisst Kikimoras. Und es ist sehr, sehr groß. Hier erfahre ich nichts mehr. Ich sollte wieder nach oben gehen. Ja, oder hier eine Bombe nutzen. Dann könnte man nämlich unten in das Wasser. Und das Letzte. So, jetzt könnte ich nach oben. Sehr merkwürdig, oder? Wahrscheinlich jetzt auf dem Weg nach oben werde ich dann irgendwie von dem Monster gefasst, oder was? Wäre aber auch bitter. Ist da eine Stelle, wo man nicht mehr umkehren kann? Werde ich von dem Monster gefasst? Kehre an die Oberfläche zurück und sprich mit dem Besitzer. Was soll der dann machen? Seine Weinfässer aufstellen, oder was? Ist das der richtige Weg? Ich hoffe doch. So, genau so, da hoch. Da müsste ich da irgendwie wieder auf den Hauptrückweg kommen. Was ist das hier? War ich hier schon mal? Ja, doch. Irgendwo ist da noch ein Gegner unterirdisch. Ist das der Boss, oder was, der da rumläuft? Ich weiß ja auch nicht, oder ich habe irgendwas übersehen, oder keine Ahnung. So, hier, das müsste der Weg zurück sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, ich sag doch, ich werde überfallen. Mon Dieu! Ja, oder auch nicht. Was soll denn das bedeuten? Ich bezahle dich fürs Monstertöten, nicht dafür, dass du mein Eigentum demolierst. Dein Eigentum fällt von selbst in Stücke, so untertunnelt, wie es ist. Ich würde die Tunnel lieber auffüllen, bevor das Haus einstürzt. Tunnel? Putz mir einer die Perücke. Wie sind die denn dahin gekommen? Sie wurden gegraben, und zwar von großen Kreaturen. Ein paar Kikimoras habe ich auch getötet und ihre Eier zerstört.
Lassen wir es als kleinen Gefallen durchgehen. Kostet nicht viel. Kikimura-Eier? Ja, natürlich. Gut gemacht. Das soll entlohnt werden. Madame de Bourbeau, nehme ich an? Ich wüsste gerne mehr über den verschwundenen Knecht. Jean-Luc, tja, also, wir wollten die heurigen Setzlinge inspizieren, weil sie angefressen wurden. Dann hörten wir diese eigenartigen Geräusche. Jean-Luc ging rekognoszieren und kehrte nicht wieder. Wo genau hast du ihn zuletzt gesehen? Dieser Jean-Luc hatte irgendwelche besonderen Merkmale. Wo genau hast du Jean-Luc zuletzt gesehen, Madame? Auf den Feldern nördlich von hier, beim Wald. Was denn, da sind Setzlinge? Ich dachte, die hätten wir alle am Südhang pflanzen lassen. Fast alle, mein Lieber. Einige ließ ich im Norden beim Wald pflanzen, nur die restlichen. Madame, könntest du mir Jean-Luc beschreiben? Groß, ausgesprochen gut gebaut, rabenschwarzes Haar. Nimm dich bitte zusammen, meine Liebe. Bauern sind immer gut gebaut, schließlich arbeiten sie den ganzen Tag auf dem Feld. Er will von Narben, Geburtsmalen und derlei wissen. Nein, aber er trug einen Anhänger um den Hals, aus Silber. Silberschmuck? An einem Knecht? Das war wohl ein Geschenk. Das hat er jedenfalls gesagt. Oh, das ist besser als nichts. Was säumst du hier dann noch? An die Arbeit. Jetzt geh an den Ort, an dem Jean-Luc zuletzt gesehen wurde. Vielleicht. Und dann kommt endlich das Biest, hoffe ich doch mal. Ist das weit von hier? Nein, ist nicht weit von hier. Nordöstlich oder was sie gesagt hat, ne? Das wäre auch mal interessant, das Spiel so zu spielen. Gibt ja die Möglichkeiten, ohne Hilfesysteme und so zu spielen. Da muss man alle Orte immer selbst finden, von den Beschreibungen und so her. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. War ja früher bei den Spielen eigentlich üblich. Und ist zum Beispiel auch bei Pierce Solar und The Great Architect so gewesen. Das wird übrigens auch bald wieder weitergemacht. Endlich, werden manche sagen. Oder werden sagen, da schaue ich nicht mehr rein. Es hat 8 Jahre gedauert. Mal gucken. So, was haben wir hier? Das Brot ist hart. Es liegt schon eine Weile hier. Hier wurde die Decke ausgelegt. Brot und Decke. Da lief doch was. Fußspur. 2 Paar. Folge schon Lux Fußspuren mit Hilfe deiner Hexersinne. So, machen wir das mal. Ist der das Monster oder was? Gräbt der da rum? 2 Fußspuren. Tja. Achso. Hier teilen sich die Spuren. Die Frau ist umgekehrt, der Mann weitergegangen. So, was ist jetzt umgekehrt und weitergegangen? Ich denke mal, das ist umgekehrt. Und weitergegangen ist das hier. Nehme ich doch mal an. Ja. Hier führen die Fußspuren hin. Ja, Wahnsinn. Habe ich kombiniert. Ist hier der Burner. Draußen wird Rasen gemäht, das muss ich übrigens gleich auch machen. Menschlich. Hier hat es Jean-Luc dann gekostet, oder was? Blut. Menschlich. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt, Hexe. Ja, es ist immer noch relativ dunkel, ne? Meine Videos? Naja, bleibt jetzt so. Müssen wir durch. Hexer ist halt eben dunkel. Geht nicht anders. So. Also geht schon anders. Oh, Klauen. Nicht menschlich. Spuren. Gerade und stumpf. Ideal zum Graben. Da war auch noch was. Ein Stück Panzer. Graues Horn. Aha. Hexer, weißt du was, mit was wir es zu tun haben? Es wäre ganz lange, cool. Tiefe Spuren. Komm, Hexer, sag was. Ich würde schon ganz gern wissen, was da auf mich wartet. Moment mal. Das sind doch die Spuren, denen ich die ganze Zeit folge. Achso, ich habe gedacht, das wären Blutspuren. Nee, das sind natürlich die Spuren von dem Vieh. Umgeknickte Bäume. Sieht aus, als wären sie plattgewalzt worden. Ein Glumar also. Nur die buddeln solche Tunnel und bewegen sich sofort. Okay. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Gegen Glumar hatten wir das letzte Mal gar kein Problem. Gerade gegen Art war der super anfällig. Das könnte natürlich jetzt gerade super geil passen. Ist das so dunkel, oder?
Vielleicht muss ich doch die Helligkeit mal anpassen in einem der nächsten Parts. Könnt ihr mir auch mal gerne schreiben oder ob das so geht. Kommt natürlich auch stimmungstechnisch dann ein bisschen anders rüber. Hexer ist halt eben dunkel und generell um 12 Uhr nachts ist es halt eben auch dunkel. Das ist halt eben nun mal so. So. Was mache ich hier eigentlich? Was soll ich? Folge den Spuren. Das habe ich ja gemacht. So, hier sind die Spuren. Achso, ich soll jetzt genau folgen, wo die hingehen, oder was? Wäre eigentlich so logisch, ne? So, da ist er reingetapst. So, und jetzt kommt er hoffentlich auch mal direkt und nicht noch 8000 Jahre irgendwo rumlaufen. Kommt er oder kommt er nicht? Er kommt nicht. So, Klumaru, wo bist du? Was hat dich angelockt, mein Freund? Ah, da sind wieder irgendwelche Spuren. Der ist weitergelaufen. Ich hoffe, der Rasenmäher stört nicht. Den man vielleicht im Hintergrund hört. Jo, ideal zum Graben, wissen wir doch schon. So, wie gesagt, den Boss würde ich ganz gerne noch im heutigen Part machen. Oh, da ist ein Hexersymbol. Okay, gut zu wissen. Echt, was für eine Hexerausrüstung bekommen wir denn hier noch? So, was ist da vor? Hexer, hallo? Ne, da kann ich nichts looten, okay. Wie das Hexersymbol? Interessiert mich jetzt nur mal so am Rand. Oh, der Glomar ist nah. Da. Sehr nah irgendwie, so gefühlt. Ja, da unten ist er, oder? Ist hier die Hexerausrüstung? Interessiert mich nur mal, ganz kurz noch. Naja, das sind nur irgendwelche Pilze. Na gut, da gehen wir runter und dann wird wahrscheinlich schon der Klumar-Bosskampf sein und wahrscheinlich auch die Hexerausrüstung dann da. Oder muss ich wirklich diese ganzen Abzweige da noch absuchen? Nee, das sind immer nur irgendwelche Pilze und so. Nehme ich doch mal an. Ja, so ist es. Hat der Hexer ja schön kommentiert. Ab in die Sackgasse. So, ja, Klauenspuren, schön, ideal zum Bohren, Graben und so weiter. So, da ist auch wieder eine Sackgasse mit irgendwelchen Pilzen, die wir auch wieder nehmen. Was ist, wenn ich da weitergehe? Meint er bestimmt wieder Sackgasse. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, das ist ein großer, weiter Raum. Bosskampf. Juhu. Bosskampf. Bossi. Bossi, ich erwarte dich. Da vorne bist du. Echt nicht? Das muss das Glumar-Lager sein. Hier schleppt er seine Opfer her. Einige sind noch recht frisch. Ich sollte einen Köder vorbereiten. Aus dem Blut eines Opfers und den Pilzen, die hier wachsen. Oh, wenn sie den noch so inszenieren, da muss, der muss ja richtig was drauf haben. Mit einer Haarlocke drin. Gleiche Farbe wie Madame de Bourbos. Eine frische Leiche. Muss Jean-Luc sein. Rippen und Schädelbrüche. Das war der Glumar, kein Zweifel. Kann ich nicht einfach hier weiterlaufen? Achso, nee. Echt nicht. Der bohrt da die Tunnel und kommt dann da immer raus. Also ich muss den wirklich richtig aktiv anlocken. Angefressen. Die Leiche liegt hier schon länger. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Ne, da werden wir es so machen. Ich werde mich hier mal noch umsehen, ob ich jetzt hier irgendwo die Hexerausrüstung finde. Ich nehme es doch mal an. Ich hoffe, ich übersehe nicht wieder alles, wie es schon mal so war. Was findet er denn hier? So, irgendwelche Pilze. Sonst an sich nichts. Aber ich, eben als ich reinkam, habe ich schon irgendeine Kiste oder irgendwas entdeckt, wenn ich mich da nicht komplett versehen habe. Da bin ich schon an irgendwas vorbeigelaufen. Ja, wichtige Pilze. Warum kann ich die Sachen hier nicht looten? Das konnte ich doch vorher immer. Hier das vielleicht? Toussaint, Turnierritterrüstung, Schädel, verwesendes Fleisch. Ne, ich muss den wirklich noch aktiv andocken. Dann finde ich hier nichts. Echt ernsthaft jetzt? Oh nee. Übersehe ich jetzt immer irgendwas? Muss ich vielleicht irgendeine Quest vorher machen? Ich weiß es nicht. Ich gucke mich mal noch kurz um. Und wie gesagt, ich denke, da machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Dann werden wir uns diesem Klumar stellen. Das will ich jetzt heute nicht mehr machen. Das führt mir jetzt doch noch ein bisschen zu weit. Da kann ich auch gerade das Ding da mal herstellen, was ich da noch herstellen sollte. Warum kann ich das Erz da nicht mehr abbauen? Das konnte ich doch die ganze Zeit. Echt merkwürdig. Ne? Hier scheint nichts mehr zu sein. Keine Ahnung, was ich da eben... doch, hier vielleicht. Ich wollte gerade sagen, was ich da eben gesehen habe. Komme ich da jetzt weiter? Ist da die Führung mal richtig? Ne, ist sie nicht. Hä, da ist gar kein Weg. Da bin ich blind. Da ist doch nichts, was da weiterführt. Trotzdem wird es so auf der Karte angezeigt. Ja klar, es ist vielleicht wieder irgendwelche Stufen unten drunter, was weiß ich. Trotzdem ist das doch total irreführend, oder?
Also weiß nicht, die Höhlen hier, die machen mir keinen Spaß. Ich könnte mir auch mal überlegen, vielleicht den Katzentrunk dann für den nächsten Part einzuschmeißen. Konnte ich da jetzt was sammeln oder nicht? Nee. Nicht, auch wenn ich noch tausendmal hin und her renne, es wird nicht besser. Ich muss jetzt diesen Glumar da anlocken. Vielleicht wird dann die Höhle freigelegt oder so, weil der dann alles hier freibollert oder so. Keine Ahnung, wo hier die Ritter, die Hexerausrüstung sein soll. Werden wir noch finden. Wie gesagt, machen wir am nächsten Part an der Stelle dann weiter. Dann vielleicht mit dem Katzentrunk, mit diesem Köder, den ich hier stelle und so weiter und so fort. Dann werden wir uns den Boss stellen. Führt mir jetzt doch ein bisschen zu weit, dann wird mir der Part doch zu lang. Ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann, ciao.